So, da hören wir wieder. Ich habe nicht rausfinden können, wie man jetzt moved. Also machen wir erstmal hier weiter. Ich denke mal, wir werden einfach nochmal gefragt werden. Deal wird immer noch verkauft. Ist auf Platz 2. Zum Researchen hatten wir bessere Dialoge, die wir nicht brauchen. Und wir haben keine Forschungspunkte. Also komm, neues Spiel. Game Engine haben wir noch eine. Plattform PC. Weil die kosten alle Geld. Für jedermann. Topic. Yeah. Was nehmen wir denn mal ein Topic? Space. Simulator. Space. Ja gut, für jeden. So, und jetzt probieren wir gleich mal das mit dem Marketing aus. Wäre ganz gut, dass wir es hier ausprobieren, wo die Kosten noch nicht so hoch sind. Da können die Sachen ruhig in die Grütze gehen. Also Space Simulation PC Anti-Engine. Weiter. 2D-Grafik ist okay. So, Klick. Marketing. Marketing kann sehr effektiv sein, potenzielle Käufer zu erreichen. Aber es kann auch sehr teuer sein. Man sollte sehr vorsichtig damit experimentieren. Investiere nicht zu viel und denke daran, dass Timing wichtig ist. Investiere nicht zu früh und nicht zu spät. Denke außerdem dran, dass egal wie viel Geld du reinpumpst, ein schlechtes Spiel nicht gut wird. Ganz im Gegenteil. Es kann sogar sehr schlecht sein für ein Spiel. Da es die bestehenden Fans halt anpisst. Nachvollziehbar. Ja, denke ich auch. Also. Eine kleine Kampagne. Was gibt's denn da alles? Eine große Kampagne. 2 Millionen wollte mich veräppeln. Magazine. 50.000. Das klingt schön billig. Nö, ist mir zu früh. Die sagten ja nicht zu früh, nicht zu spät. Ich denke mal, also Phase 2. Also, es ist ein Space Simulator. Der braucht keine lineare Story. Safe Games sind immer gut. Ja, gib mir die Punkte. Dir hat 2,5 Millionen gebracht. Ah, das ist Hammer. Okay, Punkte kommen, Punkte kommen. Wenn noch nicht so viele. Und jetzt, wenn das hier gleich raus ist, dann sollten wir gucken, dass wir Werbung schalten. So wird alles okay. Stopp. Marketing. Und zwar nur die Magazine. Ich will mal gucken, wie viel Einfluss das so hat. Nee, Magazine. Auswählen. So, Hype 3. Und der Gaming von Nintendo. Nintendo kriegt Konkurrenz. Ist auch okay. Ah ja, hat nichts mit dem Gaming zu tun, schon klar. So, Hype 3, Hype 4. Gehst du noch höher? Nicht Kopfkratzen, wir haben Hype. Okay, also jetzt ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, nochmal was zu machen, damit der Hype nicht verloren geht. Das kann alles so bleiben. Oh, Hype geht hoch. 5, 6, 7. 7, Bugs weg, Bugs weg, Bugs weg, Bugs weg, Bugs weg, fertig. Das war ja einfach. Okay, wir haben jetzt aber 50.000 investiert. Zusätzlich zu den, keine Ahnung, 60.000, wenn nicht noch mehr für das Spiel. Gucken wir mal, wie viel es bringt. Wir haben schon mal ein Level-Up, 2 Level-Ups, 3 Level-Ups, das ist gut. Auch wenn wir nicht so viele Forschungspunkte haben. Und bald dürften wir 3D-Graphics bekommen. Character Progression und AI Companions. Erstmal müssen wir researchen neue Topics, sonst haben wir nichts zum Spielen. Wir researchen mal Surgery für einen gewissen Surgery Simulator. Und Kritiken sind da. Na komm, wir hatten ganz viel Hype. 7. Nee, okay, es wird ein Durchschnittsspiel. Schade. Aber gucken, wie viel Geld das bringt bei unserer momentanen Fanbase. 7. Jo, okay. Bestimmt kein Platz 1 Titel, bestimmt kein Platz 20 Titel, aber so 30 rum wäre schon ganz schick. 41. Ja, ist okay. Ja, und wir könnten jetzt in ein neues Office umziehen.
Also kommt die Frage echt immer wieder. Ich weiß ja nicht. Wir könnten auch die 30 Jahre einfach hier drin verstreichen lassen und gucken, wie viel Geld wir zusammenkriegen. Aber die ganzen neuen Optionen finde ich schon sehr interessant. Und vielleicht gibt es ja noch ein Office danach mit noch mehr Optionen. Das würde ich schon ganz gerne sehen. Und wir haben 3 Millionen Puffer, also besser geht's echt nicht. Na komm, umziehen. So. Okay, wir kommen im neuen Office. Wir müssen jetzt erstmal sie trainieren, dass sie Leute anheuern kann. Also rumkommandieren. Kann sie aber erst nach der Forschung. Das hätten wir vielleicht erst auslaufen lassen sollen. Aber wir hatten ja nicht wirklich eine Wahl. Es gab keinen Knopf, hier jetzt umziehen. So, Train. Staff Management. Training. Und Fill Position können wir erst, wenn das Ding durch ist, ja. Verkauft sich immer noch. Gucken wir mal, wie viel Liz total reingebracht hat. Ob sich das in den Zeitschriften gelohnt hat oder nicht. So, Staff Management ist fertig. So, wir hätten gerne hier unten wieder die Techniker. So. So. Techniker. Ganz kleines Budget. Suchen. Du. Research mal. Für 10 Punkte. Dialoge, nee. Ein Steering Wheel, damit wir ein Rennspiel machen können. Ja, Skynet ist an einen Technologiepark gezogen, in ein richtiges Office. Wir waren vorher in einem kleinen Garagending. Wir sind so toll. Und in 2 Monaten gibt es keine C64s mehr. Komm schon, ich will wissen, wie viel das Spiel gebracht hat. Nee, vorher müssen wir noch jemanden einstellen. Also 244, Technologie ist schon mal gut. Speed, okay. Design 0. Peter Carson. Das muss eine Anspielung sein. Kostet nur 10.000. Ist schnell und hat viel Research. Hat auch hier insgesamt mehr als der andere. Aber Design 0 ist schon echt krass. Das heißt, ihn dürfen wir auf keinen Fall in einem Gebiet einsetzen, wo Design auch nur irgendwas zu tun hat. Also meine Theorie ist ja, links war Design, rechts war Technologie, also recht häufig, und in der Mitte war ein Mischmasch. Er darf niemals ins Mischmasch. Achso, warte mal. 199, 244. Nee, komm. Das ist mir zu risikoreich hier. Wir nehmen Jonathan Lee. Hire. Okay. Willkommenstraining. Und Medium Games können wir gleich machen. Space hat 275.000 gebracht. Okay, minus 50.000 für das Dingens. Ist aber immer noch mehr als die anderen Spiele bisher gebracht haben. Also ja, Magazine lohnen sich auf jeden Fall. Du trainier mal willkommen. Trainier dich willkommen zu fühlen. Irgendwie sowas. So, Steering Wheel ist okay. Das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich Custom Game Engine mit Steering Wheel und sonst nichts anderem. Simple Cutscenes für 230.000. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, wir sollten auf die 3D-Grafik warten. Das heißt, wir entwickeln jetzt ein billiges Spiel. Einfach nur, um die Zeit totzuschlagen und damit die sich hier ein bisschen hochpäppeln. Wenn die denn auch während der Arbeit das hier hochgepäppelt bekommen. Oder wir machen einfach Contract Work. Jo, mal gucken, wie viel wir bekommen. Kommt 22.000, unsere Miete ist 28.000 und es dauert über einen Monat. Och nö, lass mal, machen wir lieber ein Spiel. Und zwar nicht Surgery, das will ich für später haben. Wir machen mal Piraten Abenteuer. Wollten wir zwar nie machen, aber wir haben, glaube ich, ein, zwei schicke Sachen dafür. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir setzen ein bisschen Geld in den Sand.
Wir wissen aber, dass Piratenabenteuer eine gute Kombo ist, also passt das schon. Und es ist ruhig für jedermann. Arr, haben wir schon. Also kommt hier Affeninsel 1. 2D-Grafik ist gut. Gucken wir mal. Die Balken sind zwar ziemlich weit unten, aber meh. So, lineare Story ist okay. Das lassen wir mal so. Komm, plopp, plopp. Und Govodora hat aufgegeben. Du ploppst auch ganz langsam. Und machst eigentlich nur Bugs. Ist okay. Level Editor brauchen wir nicht. Bessere AI brauchen wir nicht. Dialoge brauchen wir. Na komm, mach ein bisschen was wenigstens dazu. Plup, 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 plup. Geht so. Open World brauchen wir beim Piratenspiel auch nicht. Ist okay. Und wir haben ein paar Research-Punkte bekommen, das ist das Wichtigste. Ganz schön viele, wenn ich so drüber nachdenke. So, Bugs müssen noch raus. Plup, 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 plup. Komm schon. So. 23,19. Neuer Rekord im Design. Interessant. Auch wenn keiner von beiden besonders guter Designer ist. Also ja, Anti-Gerogan ist alles, weil ich halt nix bin oder so ähnlich. Und kein Level-Up, schade. So, raus mit dem Spiel. Ganz viel neues Zeug. Forschen. 3D-Grafik braucht 80 Research Points. Oh, der braucht nur 40. Ne, 15. Für 3D-Grafiken. Okay. Und du, Research. Medium Games. So. Affeninsel 1. Na, mal gucken. 5. Oh. Ich hoffe, wir verlieren keine Fans dadurch. 6. 4. Autsch. Das könnte uns echt Fans kosten. Gucken wir mal. 37 Fans. Das sind wohl die Adventure Freaks, ne? Huh? Alles gut. Okay. Und das war jetzt wegen den Medium Games. Ah, und Publisher. Publisher. Müssen wir gucken. Erstmal brauchen wir gleich eine neue Engine und dann gucken wir. Create Custom Engine. 3D-Grafik. Dann brauchen wir keine 2D-Grafik mehr. Könnte sein. Ich hoffe es einfach mal. Simple Cutscenes. Steering Wheel. 210.000. Okay. Anti-Engine 1.1. Das irritiert echt. Aber ich hoffe mal, das passt so. Dann ploppt mal ganz schnell das da voll. 2,2 Millionen sind es nur noch. Von mal 3,1. Die Affeninsel reißt das echt nicht raus. Aber gut, wir machen gleich ein richtig schönes Rennspiel mit dem Steering Wheel und allem. Dann passt das. So. Anti-Engine ist da. Affeninsel hat 116 generiert. Neues Spiel. Publisher ausprobieren, ja, nein. Na gut. Mit Publishern kann man eine größere Zielgruppe erreichen. Sobald die eigene Fanbase groß genug ist, sollte man sie jedoch meiden. 100.000 Fans haben wir noch lange nicht. Man muss nur den Vertrag unterschreiben. Es gibt Abzüge und es gibt Minimum Scores. Man sollte auch auf die Royalty Rate achten. Je höher die Rate, desto mehr Geld kriegt man. Falsche Konsole. Falsche Konsole. Okay. Startups Adventure.
keine so tolle Kombination. Lore RPG für den Game Boy. Ha. Minimum Score 6, Game Size Medium. Ich weiß nicht. Man muss 90.000 bezahlen. Oh. Nö. Neues Spiel. Medium. Topic. Racing. Genre. Simulator. Ist nichts Neues für uns, aber könnte was werden. Und das ist jetzt Pop Racer. 19. Na, 86. Engine ist die Anti-Engine 1.1. Plattform ist PC. 3D-Grafik. 175.000.